Hallo, ich bin Markus und heute habe ich wieder ein paar interessante Funktionen der Cloud PBX für euch. Heute geht es um die Konferenzfunktion. Mit dem Konferenzpaket Plus oder auch Premium könnt ihr aus eurem Client heraus verschiedene Konferenzen nicht nur durchführen, sondern auch planen. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Zunächst, was sind eigentlich diese unterschiedlichen Meetingtypen? Nun, wir haben die geplante Konferenz, wir haben den persönlichen Konferenzraum, wir haben darüber hinaus auch noch Breakout-Sessions und Meetings im Gruppenchat. Starten wir mit dem geplanten Meeting. Bei dem Meeting wird vorab die Konferenz geplant. Das heißt, es wird eine Nummer generiert für diese Konferenz und jeder Teilnehmer, der diese eindeutige Einwahlnummer hat, kann an der Konferenz teilnehmen. Alle anderen haben keinen Zugriff darauf. Bei dem persönlichen Konferenzraum gibt es immer eine feste Einwahl. Das ist wie die offene Bürotür, da kann jeder mal vorbeikommen und vorbeischauen. Das heißt, für Ad-Hoc-Konferenzen ist der persönliche Konferenzraum sicherlich die einfachste Variante. Dagegen, wenn es eng aufeinander liegende Termine gibt, ist vielleicht auch die geplante Konferenz die bessere, damit es zu keinen Überschneidungen kommt. Nun aber noch zu den Breakout-Sessions. Gibt es eine größere Konferenz, wo mehrere Teilnehmer drin sind und man möchte einzelne Themen dort erarbeiten, kann man die Gruppen in eine Breakout-Session schicken. Das ist wie eine kleine Konferenz oder mehrere kleine Konferenzen, besser gesagt, in einer großen Konferenz. Sind die Sessions zu Ende, führt man sie wieder in der großen Konferenz zusammen. So, und zu guter Letzt noch die Konferenz im Gruppenchat. Dort kannst du über den Button Treffen rechts oben direkt auch eine Konferenz mit allen Teilnehmern in der Gruppe starten. Das geht sogar schon ab dem Basic-Konferenzpaket. Mit dem Plus- und Premium-Paket hast du die Möglichkeit, auch diese Konferenz zu terminieren und zu einem bestimmten Zeitpunkt alle Teilnehmer aus der Gruppe einzuladen. So, nun geht es aber direkt los. Wir wollen eine Konferenz planen. Im mobilen Client kommt ihr auf die Meeting-Funktion, wenn ihr unten auf das Piktogramm klickt für Meetings. Dort habt ihr eine Übersicht der Meetings, die anstehen, sofern ihr welche habt. Dann wollen wir doch einmal ein Meeting planen. Oben auf das Pluszeichen habt ihr die Meeting-Funktion und ihr könnt die Einladung bearbeiten. Zunächst den Betreff und im nächsten Schritt die Teilnehmer, die ihr einladen könnt. Entweder sind es die Teilnehmer aus eurer Cloud PBX oder aber ihr könnt auch beliebige E-Mail-Adressen weiter hinzufügen. Danach noch Datum und Uhrzeit auswählen und wie gesagt, die Möglichkeit jetzt einen persönlichen Konferenzraum zu nehmen oder die geplante Konferenz, je nachdem, was euch lieber ist. Und im letzten Schritt habt ihr dann noch die Möglichkeit, ein bisschen mehr Text zu dem Meeting dazuzugeben, damit jeder Bescheid weiß, worum es geht. Und dann geht es nur noch darum, das abzuschicken und fertig. So, das erste Meeting ist angelegt. Und was sich hinter dem Reiter da oben Meeting-Inhalte verbirgt, das zeige ich euch gleich auf dem Desktop-Client. Einen einzelnen Termin haben wir jetzt bereits erstellt. Dann können wir auch direkt nochmal schauen, wie ein Serientermin funktioniert. Das geht zurzeit noch nicht im Client drin. Da müssen wir einmal über das Portal von Webex Meetings gehen. Wie ihr dazu kommt, da gibt es verschiedene Wege. Fürs Erste gehen wir am besten über Einstellungen, Meetings und dann erweiterte Einstellungen. Da kommt man dann aufs Portal. Nach Eingabe von eurem Benutzernamen und dem Kennwort landet ihr in eurem persönlichen Meeting-Portal. Dort könnt ihr einen Serientermin anlegen. Legen wir hier also auch noch schnell einen Termin an. Wenn ihr unten das Häkchen Wiederholung ansetzt, dann könnt ihr entscheiden, wie oft und zu welcher Frequenz dieser Termin dann wiederholt werden soll. Die weiteren Einstellungen, da gehe ich beim nächsten Mal drauf ein. Es reicht fürs Erste, dass wir hier einen Serientermin erstellt haben. So, jetzt haben wir einen Termin erstellt, wir haben einen Serientermin erstellt. Dann springen wir doch mal direkt in ein Meeting hinein. Ihr habt die Möglichkeit, in einem Meeting verschiedene Dokumente natürlich auch zu teilen. Ihr könnt entweder den gesamten Arbeitsbereich teilen, einzelne Anwendungen, um nur die Dokumente zeigen zu können, oder ihr könnt auch eine weitere Kamera teilen, wenn ihr wollt. Arbeitet ihr vielleicht an einem Flipchart oder Ähnlichem, ist das sehr, sehr hilfreich. Sind nicht alle Teilnehmer zu dem Meeting gekommen? Oder wollt ihr eine Mitschrift verteilen, könnt ihr das Meeting natürlich auch aufnehmen. Mit dem Plus-Paket werden die Aufnahmen lokal auf deinem Rechner gespeichert. Habt ihr das Premium-Paket, werden die Daten in der Cloud gespeichert und du kannst jedem den Link zu dem Meeting nachträglich geben, sodass er diese Daten dort abrufen kann. Das war's fürs Erste. Im zweiten Teil schauen wir uns dann die Outlook-Integration an.
Habt ihr noch weitere Fragen oder Anregungen? Diskutiert mit uns in der Business Community. Wir freuen uns auf eure Kommentare dort. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. In diesem Sinne, viel Spaß, euer Markus.